Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zur Weihnachtsvorlesung 2020 der Fakultät Mathematik an der TU München. Das Jahr 2020 war ja in vielen Dingen ein sehr besonderes Jahr. Insbesondere in puncto Lehre fand eben vieles rein virtuell statt. Und in dem Sinne gibt es diesmal auch eine virtuelle Weihnachtsvorlesung. Sie soll gehen um Dürer, Dante und Crivelli und Geometrie in der Analyse von Bildern. Und ich kann jetzt gleich schon mal eine Befürchtung vorab wegnehmen. Das Ganze hört sich auf den ersten Blick sehr nach Renaissance an, ist zum Teil auch Renaissance. Allerdings zum Beispiel dieser Dante, um den es hier geht, das ist nicht der Dante Alighieri, sondern das ist der Fußballer Dante. Und es wird da durchaus auch um einige Sachen aus der Jetztzeit gehen. Ganz generell soll das Thema sein, wie man den Bildern verborgene Informationen entlockt. Und wir werden uns in dem Zusammenhang sehr viel mit perspektivischer Darstellung, mit projektiven Transformationen, mit Punkten im Unendlichen und beschäftigen. Kommen wir im Folgenden gleich drauf. Zunächst mag ich allerdings erstmal einen Kurzüberblick über den Vortrag geben. Der Vortrag zerfällt im Prinzip in vier Teile. Der erste Teil ist eine Einleitung und das soll so eine Art kurze Geschichte der Perspektive sein. Also die Frage, wie hat sich der Mensch dem künstlerischen Problem genähert, dreidimensionale Objekte auf eine zweidimensionale Zeichenoberfläche zu bringen. Und das soll wirklich einmal so quer durch die ganze Menschheitsgeschichte gehen. Wir fangen also in der Eiszeit an und kommen bis mindestens in die Renaissance, was ja so gut wie jetzt ist, zumindest aus dem Blickwinkel der Eiszeit raus. Danach mag ich insgesamt drei Kurzgeschichten erzählen, die jeweils um die Frage gehen, was man alles Verborgenes aus Bildern herauslesen kann. Das erste ist tatsächlich ein extrem weihnachtliches Thema. Es geht um ein Bild von Crivelli, frühe Renaissance, und in dem Bild geht es um die Verkündigung, also sprich die Jungfrau Maria erfährt in diesem Bild, dass sie irgendwann einen Sohn namens Jesus gebären wird und dass sie dafür sehr großes auserkoren ist. Und um diese Szenerie, die in dem Bild dargestellt wird, soll es gehen. Und tatsächlich, die hat unglaublich viel mit Mathematik zu tun. Die zweite Geschichte geht auch um Künstler, allerdings eher um Ballkünstler und die Frage, ob denn ein bestimmter Moment in einem Fußballspiel jetzt ein Tor war oder nicht, kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Insbesondere unser Fußballer Dante im FC Bayern spielt dabei eine große und herausragende Rolle. Dritte Kurzgeschichte geht zwar nicht um Weihnachten, aber immerhin um Silvester. Und es geht um die Frage, ob jetzt denn ein bestimmtes Bild einer Silvester-Szenerie jetzt eine Fotomontage war oder tatsächlich ein echtes Foto. So, fangen wir mal mit der Einleitung an. Wie gesagt, eine kurze Geschichte der Perspektive und dazu gehen wir jetzt ganz weit zurück. Also wir sind jetzt ungefähr 30.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, mitten in der Eiszeit und wir sind in der Altamaria-Höhle in Spanien und schauen uns dort mal Felszeichnungen an, die zu der Zeit entstanden sind und die zeigen sehr häufig Jagdszenen und bei Jagdszenen sind natürlich auch sehr häufig Tiere zu sehen. Und wenn man sich diese Felszeichnungen anschaut, dann fällt einem eine Sache dabei auf. Alle Tiere, die in diesen Zeichnungen zu sehen sind, sind von der Seite gezeichnet. Also nicht irgendwo von so einem Halbschrägprofil oder von vorne. Und es war tatsächlich etwas, was zu dem Zeitpunkt im Darstellen nicht vorhanden war, Tiere einfach auch mal von einer anderen Perspektive zu zeigen als von der Seite. Und ich habe jetzt mal, als ich das gesehen habe, habe ich dann einfach mal eine Google-Suche gestartet, Kinderzeichnung Pferd, weil also von Kindern kann man da ausgehen, die haben vorher noch nicht viel andere Kunst gesehen. Und tatsächlich, wenn Kinder Pferde malen, dann sieht das ungefähr
so aus. Und da sehen wir auch diese Seitperspektive, wenn man vorher noch nichts anderes gesehen hat, scheint tatsächlich bevorzugt zu sein. Jetzt, was wäre denn das nächst Komplizierte? Das nächst Komplizierte wäre, ein Tier mal von frontal vorne zu zeigen. Und tatsächlich, also die frühesten Sachen, die ich an dem Punkt gefunden habe, die sind so ungefähr 10.000 Jahre später in Südafrika und sind Kunst, die man dort an Felswänden findet. Und wenn man auf dem Bild, da sieht man auch sehr viele Tiere von der Seite gezeichnet, aber es gibt auch ein paar vereinzelte, die sieht man mal von vorne oder von hinten. Das hier hat zum Beispiel auch noch dazu ganz verwegen seinen Kopf so um 90 Grad zur Seite gedreht. Also da ist tatsächlich schon einiges passiert in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie stellt man Dinge denn räumlich dar? Wenn man jetzt tatsächlich noch ein Halbschrägprofil möchte, dann muss man noch entschieden weiter vorspulen. Also die frühesten Fundstücke, die ich gefunden habe, sind so ungefähr um 300 vor Christus und sind zum Beispiel auf antiker Vasenmalerei zu finden. Also hier sehen wir den Gortelius, übrigens hier im Seitprofil dargestellt, mit einem Wagen gezogen von 4 Pferden und einige sind hier so halbschräg gezeichnet. Gehen wir ein Stück weiter vor und jetzt mal ins frühe Mittelalter rein. Und da stellen wir fest, auf einmal hat sich die Kunst ganz anderen Herausforderungen zu stellen, weil die Gebäude sind größer geworden. Und wenn man größere Gebäude, zum Beispiel eine Festung oder ähnliches oder eine Burg, auf einer Zeichnung festhalten möchte, dann steht man auf einmal vor dem Problem, gerade Wände irgendwo zeichnen zu müssen und Schnittkanten von geraden Wänden. Und am Anfang sah das ungefähr so aus. Ein anderes Problem, das sich auch stellt, ist das Thema Innenansichten von Räumen darzustellen, die meistens ja noch viel strukturierter sind, insbesondere in strukturierten Gebäuden, die wiederum aus rechtwinklig aufeinandertreffenden Wänden bestehen. Hier haben wir ein Bild vom letzten Abendmahl, datiert ungefähr 1325. Und was mich an dem Bild interessiert, sind tatsächlich nicht unbedingt die Personen, die man hier sieht, sondern mich interessiert die Kastendecke hier oben. Und die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Was hier durchaus richtig erkannt wurde schon, ist die Tatsache, dass die Sichtstrahlen oder die parallelen Strahlen, die von der einen Seite kommen, anders aussehen als die parallelen Strahlen, die von der anderen Seite herkommen. Allerdings in der Mitte des Bildes führt das hier zu einer Art Konflikt, der dadurch aufgelöst wurde, dass man hier einfach bestimmte Kacheln als Dreiecke und Trapezoide gezeichnet hat. Tatsächlich ist das im Prinzip eine ganz frühe Vorform von Fluchtpunktperspektive, die man hier sieht. Die findet man auch in einigen anderen Bildern. Also so um die Zeit kann man sich auf die Suche machen. Viele der Innenräumbilder folgen praktisch dem gleichen Konstruktionsprinzip, dass man links und rechts vom Bildmittelpunkt verschiedene Geraden zieht, die jeweils sich auf einer Mittelachse treffen die entsprechenden Geraden. Eine andere interessante Herausforderung war natürlich dann zu dem Zeitpunkt dann Stadtkulissen zu malen. Ich finde diese hier sehr interessant. Wir sind jetzt noch vor der Erfindung von echter Perspektive, aber hier sieht man tatsächlich das Bemühen des Künstlers, Gebäude so zu zeichnen, dass ein dreidimensionaler Eindruck dabei entsteht. So, und das Ganze ändert sich jetzt massiv und dramatisch ungefähr um 1410 rum, weil da kommt dann tatsächlich erstmalig so etwas wie eine mathematisch korrekte Perspektive mit in die Welt der Malerei mit rein. Und mehr oder weniger begann das Ganze, oder zumindest war ein ganz wichtiger Moment dafür an diesem Ort hier. Wir sehen, das ist Florenz. Wir sehen hier Santa Maria del Fiore und wir sehen hier vorne die Battistero di San Giovanni. Und das ist wahrscheinlich eines der ersten Gebäude, das perspektivisch korrekt
gemalt wurde. Und zu dem Zeitpunkt hat ein wichtiger Künstler und Architekt, auf den kommen wir gleich zu sprechen, ein Experiment aufgebaut, um die Nützlichkeit und Korrektheit von Perspektive darzulegen. Und das muss ziemlich genau an dem Punkt hier passiert sein. Und es geht um den Architekten und Künstler Brunelleschi, der unter anderem auch die Domkuppel von Santa Maria del Fiore designt hat. Und der hat aber etwas nicht minder Wichtiges in der Malerei gemacht. Und zwar, er kann als einer der Gründerväter von korrekter perspektivischer Zeichnung angesehen werden. Und zwar, hier haben wir jetzt mal von dem Punkt, den ich eben markiert habe, einen Blick auf diese Battisteria. Und hier sehen wir eine Zeichnung, die er angefertigt hat von dem Gebäude. Und wenn man jetzt hier allein schon drauf schaut, durch diese ganzen Linien, die hier angedeutet sind, sehen wir schon, da passiert jetzt erstmalig etwas mit Fluchtpunktperspektive. Und wie gesagt, er hat ein Experiment installiert und das Experiment muss ungefähr folgendermaßen ausgesehen haben. Also hier gibt es einen historischen Nachbau dieses Experimentes. Auf eine Holzplatte wurde das Bild montiert. Auf der Rückseite der Holzplatte wurde ein Guckloch eingebaut und hier vorne wurde ein Spiegel installiert, den man hinklappen und wegklappen konnte, um dann wahlweise an derselben Stelle das perspektivisch korrekt gezeichnete Bild und das Originalgebäude sehen zu können. Und im Prinzip, wenn man so will, das ist so eine Art Frühform von Augmented Reality. Also man überlagert die Realität mit virtuell erzeugten Bildern und bereichert sie in gewissem Sinne dadurch. Und in dem Fall ging es halt wirklich darum, überhaupt erstmal die Korrektheit dieser Art von Projektion zu zeigen. Man kann, glaube ich, ganz guten Gewissens sagen, dass nach dieser Zeit alle Künstler, die damit schon mal in Kontakt gekommen waren, bis in die Jetztzeit, sich der Wichtigkeit von korrekter Perspektive bewusst waren und die entweder in ihren Bildern bewusst verwendet haben oder bewusst nicht verwendet waren. Aber das war so eine Entdeckung in der Menschheitsgeschichte, da kam man im Prinzip nicht drum rum. Und in meiner Geometrievorlesung, da zeige ich immer so eine Hall of Fame von wichtigen Leuten in der projektiven Geometrie. Und da fange ich tatsächlich mit Brunelleschi an, dann kommen einige Renaissance-Künstler, dann kommen ein paar Wissenschaftler, und hinten raus kommen dann Mathematiker. Tatsächlich auf die Künstler mag ich an der Stelle nochmal eingehen und einfach mal drei Bilder zeigen, stellvertretend. Also hier haben wir einerseits Leonardo da Vinci und es gibt folgende Skizze von ihm, die ungefähr um 1481 entstanden sein muss. Und wenn man sich die anschaut, sieht man einfach, wie streng er darauf geachtet hat, hier eine Fluchtpunktperspektive darzustellen. Also wir sehen hier, gibt es ganz viele gerade Linien und diese geraden Linien, die treffen sich alle hier in einem Punkt. Das, was ich jetzt hier reinzeichne, sind gerade keine geraden Linien, aber selbst diese Kanten aus den Treppen, die man hier sieht, die treffen sich alle hier in diesem einen Fluchtpunkt, und die sind tatsächlich in der Originalszenerie auch alle parallel. Dann haben wir hier ein anderes Bild von Raphael. Das ist sehr bekannt und im Prinzip einer der Höhepunkte der Renaissance-Malerei, wenn es um Perspektive geht. Das ist die Schule von Athen. Und man sieht allein diese Möglichkeit, eine gigantische Raumwirkung zu schaffen, ist etwas, was wirklich ausgefeilten Methoden der Perspektive bedurfte. Und ich will hier auf ein kleines Bilddetail mal eingehen, und zwar die Gruppe von Leuten, die man hier unten sieht. Und zwar, wenn man sich die mal ein bisschen näher ranholt, sieht man, dass hier mit Zirkel und Lineal konstruiert wird. Wahrscheinlich ist diese Person hier Pythagoras und das hier sind einige Anhänger seiner Schule. Das ist im Prinzip eine Andeutung, wie sehr wichtig die Wissenschaft der Geometrie für all diese Dinge sind, die man jetzt in der Malerei tun kann. Das letzte Bild hat für uns jetzt eine ganz besondere Bedeutung, und zwar ist das in einem Buch von Albrecht Dürer
erschienen. Es gibt davon zwei Versionen. Die eine ist 1525 datiert, die andere ist 1530 datiert. Und sie gibt im Prinzip an, wie man perspektivisch korrekt malt. Also erschienen ist das Ganze in einem Buch mit dem tollen Titel und der Weisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit in Linien, Ebenen und ganzen Korporen. Also es geht um geometrisches Konstruieren. Ich kann jedem empfehlen, hier mal einen Blick reinzuwerfen. Das ist allein der Zeichnungen wesen ein absolutes Wunderwerk aus dieser Zeit, dieses Buch. Man lernt da drin zum Beispiel auch Dinge über Typografie, wie man also die Lettern des Alphabetes mit geometrischen Konstruktionen sich erzeugen kann und dadurch auch eine gewisse Uniformität in den Schriftsatz reinbringt. Also passiert ganz vieles Spannendes in dem Buch. Und ziemlich am Ende erscheint dann dieses Bild. Ich springe jetzt mal auf eine kolorierte Version von dem Bild, also die wurde nachträglich nachbearbeitet, um die wichtigen Elemente hervorzuheben. Und dieses Bild erklärt jetzt tatsächlich, wie man perspektivisch korrekte Zeichnungen anfertigt. Und auf diesem Bild ist jetzt alles zu sehen, was man dazu braucht, um eben solch eine Zeichnung anzufertigen. Zunächst mal braucht man zwei Leute. Also ich nenne die beiden mal jetzt hier Künstler und Assistent. Und dann braucht man einiges an Hightech-Gerätschaft. Also die Hightech-Gerätschaft, die man hier braucht, ist einen Bilderrahmen, in dem man eine Leinwand reinklappen kann. Man braucht einen Faden, das ist der hier, der vom Assistenten gespannt wird. Und dieser Faden muss irgendwo hinten an der Wand fest montiert sein. Das ist im Prinzip der Augpunkt, von dem aus das Gebilde gesehen wird. Und dann braucht man natürlich ein Objekt, das dargestellt werden soll, in dem Fall hier eine Laute. Wie funktioniert jetzt das Zeichnen? Ja, das funktioniert folgendermaßen. Nehmen wir mal an, der Künstler möchte diesen Punkt hier der Laute zeichnen, also den, den ich jetzt hier gerade mal rot markiere. Was macht der Assistent? Er nimmt den Faden und spannt ihn straff hierüber. Und der Künstler geht daraufhin her und sagt, ich nehme meinen Stift oder meinen Pinsel und halte ihn genau an die Stelle, wo der Faden meinen Bilderrahmen durchsticht. Dann wird der Faden kurzzeitig abgebaut und diese Leinwand wird reingeklappt und danach malt der Künstler an die entsprechende Stelle einen Punkt. Im Prinzip ist das eine sehr frühe Form von Raytracing. Also wir machen eine Strahlverfolgung und im Prinzip dieser Strahl hier, der deutet den Weg des Lichtes in diesem Bild an. Also ich nenne mal unseren Augpunkt hier A und ich nenne mal unsere Bildebene hier B und will jetzt gerade mal zeigen, dass diese Art der Darstellung natürlich einige Konsequenzen hat. Also nehmen wir doch mal Folgendes an, dass wir hier vorne eine Menge von Punkten, die alle auf einer Geraden liegen, alle der Reihe nach tracen wollen. Also wir wollen von all diesen Punkten hier die entsprechenden Bildpunkte im Bilderrahmen schaffen. Ja, wo landen die im Bilderrahmen? Diese Gerade hier, die wir hier sehen, die spannt mit unserem Augpunkt hier hinten eine Ebene auf. Also ich deute das jetzt hier mal so an. Also hier haben wir die Ebene, die von Augpunkt und Gerade aufgespannt wird. Jeder Faden, den ich spanne zu diesen Punkten hier, wird in dieser Ebene drin liegen. Diese Ebene, ich nenne sie jetzt mal E, die hat eine Schnittgerade mit unserer Bildgeraden hier oben und auf dieser Schnittgeraden müssen alle meiner gezeichneten Punkte liegen. In anderen Worten, wenn ich eine Gerade im echten Raum habe, dann wird die auch dargestellt als eine Gerade im Bild. Also es wird niemals aus einem geraden Objekt ein gekrümmtes Objekt werden in dieser Darstellung. Das Ganze geht noch weiter. Man kann zeigen, dass in dieser Darstellung, wenn man im Raum Geraden hat, die parallel sind, dass die sich dann auch tatsächlich im Bild entweder so äußern, dass sie auch parallel sind oder sich im Bild in einem Punkt schneiden müssen. Tatsächlich eine Sache, die mir überhaupt nicht klar ist, bei diesem Bild, ist, warum
Dürer sich an seine eigenen Regeln nicht hält. Weil wenn man sich dieses Bild anschaut und hier jetzt mal anfängt, Geraden einzuzeichnen, die im Originalbild mutmaßlich parallel sind, dann kommt das raus. Und eigentlich würde man jetzt erwarten, die müssten sich alle hier in einem Punkt treffen, tun sie aber nicht. Und das konnte mir ehrlich gesagt auch noch kein Kunsthistoriker so halbwegs schlüssig erklären. Gut, damit haben wir jetzt aber eine ziemlich gute Vorstellung davon, was Perspektive macht. Und damit können wir jetzt in unsere erste Geschichte reingehen. Und diese erste Geschichte, die handelt von folgendem Bild. Das hier ist jetzt nur ein Ausschnitt aus unserem Bild. Das ist ein riesig großes Bild in Hochformat. Und das Bild ist von Carlo Crivelli und zeigt die Verkündigung für die Heilige Maria. Also von daher ein super weihnachtliches Thema. Hier sehen wir die Heilige Maria, bisschen merkwürdigerweise dargestellt in einer Stadtkulisse, die irgendwo auch so um 1400 irgendetwas spielt. Das Bild wurde übrigens ungefähr um 1486 produziert. Also wie gesagt, es zeigt hier einerseits die Heilige Maria, durchaus eine gebildete, wichtige Frau in einem wohlhabenden Haus hier. Es zeigt einen Engel hier, eine andere Person, die hier dem Engel noch was anderes zeigen will. Und sie zeigt den Strahl der Verkündigung, der hier aus dem Unendlichen kommt und da Maria genau auf dem Kopf trifft. Und neben der Tatsache, dass in diesem Bild natürlich extrem viel korrekte Perspektive gezeichnet ist, wie man schon auf den ersten Blick erkennt, enthält dieses Bild allerdings noch einige andere verborgene Geheimnisse, auf die ich im Folgenden zu sprechen kommen möchte. Die Analyse, die ich jetzt mache, die geht zurück auf Karl Heinrich Hoffmann. Karl Heinrich Hoffmann ist ein bekannter Professor aus Darmstadt, Mathematikprofessor. Ich hatte das große Glück, bei ihm meine Analysisvorlesungen damals zu hören, als ich in Darmstadt studiert habe. Und ich habe ihn tatsächlich mal in einem Live-Vortrag über dieses Bild reden hören, und das hat auf mich damals schon einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielleicht würde ich sonst jetzt nicht dieselbe Geschichte hier in dem Rahmen nochmal erzählen. Also ganz lieben Dank, Karl-Heinrich Hoffmann, dafür, dass er sich diesem Bild hier überhaupt angenommen hat. So, wir schauen uns jetzt mal verschiedene Teile dieses Bildes an. Zum einen habe ich vorhin erwähnt, Fluchtpunktperspektive. Geraden, die in der 3D-Kulisse parallel sind, müssen sich am Ende in einem Punkt schneiden. Hier habe ich mal einfach viele Geraden hergenommen und wir sehen, wie exakt das in diesem Bild hier durchgehalten ist. Das ist aber lange noch nicht alles. Schauen wir uns mal einige Bildbestandteile an. Schauen wir uns erstmal die beiden Herrschaften hier an. Also das eine ist offensichtlich ein Engel. Dieser Engel will eigentlich gerade mit Maria reden und ihr die genauen Umstände dieser Verkündigung erklären und was so alles auf sie zukommt. Tatsächlich wird er hier so ein kleines bisschen abgehalten von dieser anderen Person, die ihm hier noch ein Modell zeigen will, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber mehr als die beiden Personen interessieren mich in diesem Bild jetzt hier gerade die Bodenkacheln. Also die Bodenkacheln, wenn wir mal davon ausgehen, dass Kacheln Kacheln sind, halt irgendwelche rechteckigen Gebilde, vielleicht sogar auch quadratisch, dann sehen wir hier natürlich, dass die Kachelfugen hier sehr schön geradlinig sind. Ich habe jetzt gerade mal alle Kachelfugen, die man irgendwo erkennen kann, eingezeichnet, auch wenn sie teilweise noch durch Personen verdeckt sind. Also jede dieser Geraden lässt sich aus dem Bild gut rausrekonstruieren. Wir sehen, einerseits treffen sich diese Kachelfugen, die in die eine Richtung zeigen, am Ende hier hinten in diesem Fluchtpunkt, den wir schon gesehen haben. Andererseits sehen wir, die anderen sind alle parallel. Und ich habe eben gerade gesagt, Punkte, die in der 3D-Szenerie geradlinig sind, die müssen auch gerade Linien im Bild ergeben. Und wenn wir jetzt mal die vernünftige Annahme machen, dass alle Kacheln hier rechteckig und gleich groß sind, dann liegen hier insbesondere die diagonalen Punkte wieder auf einer Geraden, und das tun sie in der Konstruktion tatsächlich mit minutiöser Exaktheit. Also das ist tatsächlich auch dieser Schritt über die Diagonalen hier, ist ein perspektivisch korrektes Verfahren, um damit ein korrektes Schachbrett
zu rekonstruieren. Und sowas in der Art hat der Künstler an der Stelle hier getan. Gerade nochmal ganz kurz zu den beiden Personen. Diese zweite Person zeigt dem Engel hier gerade übrigens noch ein Modell der Stadt, in der wir uns gerade befinden. Und dieses Modell selbst ist auch wieder mit höchster perspektivischer Präzision gezeichnet. Also an allen Ecken und Enden zeigt uns Crivelli, er hat das drauf mit der Perspektive, er kann das. Da gibt es noch so kleine Details, ich habe jetzt keine Vergrößerung davon, aber hier oben gibt es zum Beispiel noch einen Vogelkäfig, der in verdrehter Perspektive hier oben auf der Mauer draufsteht. Übrigens, Vögel spielen in diesem Bild eine ganz bedeutende Rolle. Also hier oben gibt es ganz viele Tauben, hier noch ein Vogelkäfig, hier ein Pfau, hier oben sitzt noch ein Vogel. Und hier, das werden wir gleich sehen, dieser kleine helle Fleck, das ist eine Taube und die symbolisiert den Heiligen Geist. So, ich sollte vielleicht an der Stelle erstmal was dazu sagen, welchen Zweck solche Bilder eigentlich in dieser Zeit erfüllt haben. Das ist ja ein kirchliches Bild, ein christliches Bild. Und in dem Sinn unterlag der Künstler natürlich der Aufsicht der Kirche, als er so ein Bild malt und musste damit verschiedenen Zwecken gerecht werden. Zum einen galt es darum, die Größe Gottes zu preisen und zu zeigen, wie großartig und erhaben denn solche religiösen Szenerien sind. Zum anderen, viele Leute konnten damals nicht lesen, waren solche Bilder natürlich auch bebildertes Lehrmaterial, mit dessen Hilfe man dem normalen Volk erklären konnte, das und das ist eben in der Bibel an der und der Stelle passiert. Von daher war es auch ein bisschen naheliegend, das Ganze in eine Szenerie reinzurücken, die dem Erlebnishorizont der damaligen Leute irgendwo nicht allzu fern ist. Hier gerade noch ein anderes interessantes Detail in dem Bild, weil das ganze Bild ist wirklich eine Theaterkulisse. Und das sieht man am besten hier an diesem Absatz hier, weil an diesem Absatz sind hier nochmal so in Form eines Stilllebens ein paar Früchte platziert. Und wenn man sich das anschaut, dann machen die Schatten an der Kante von dem Bild wirklich einen Knick runter. Und das sind ja keine echten Schatten, das sind gemalte Schatten. Also der Künstler will uns hier auch wirklich sagen, das, was ihr hier seht, ist eine hochgradig inszenierte Szenerie. Natürlich auch die Früchte, die hier abgebildet werden, Apfel der Erkenntnis und so weiter, haben alles natürlich eine religiöse Bedeutung, wie auch wirklich nahezu jedes Bildelement hier irgendwie religiös zu interpretieren ist. So, jetzt kommen wir zum spannendsten Teil dieses Bildes. Und dieser spannendste Teil des Bildes befindet sich auch wirklich in der Mitte des Bildes. Und zwar ist es dieser Strahl hier. Also dieser Strahl hier, der kommt wohl offensichtlich hier oben aus dem Himmel raus und er landet am Ende bei Maria mitten auf dem Kopf. Und das ist dieser Strahl der Erkenntnis, der Erleuchtung, der Verkündigung, der im Prinzip direkt von Gott aus dem Unendlichen gesandt wird. Achtung, unendlich, unendlich ferne Punkte, Fluchtpunkte und so weiter. Kommt jetzt gleich alles hier mit rein. Also dieser Strahl wird aus dem Unendlichen gesandt, um Maria genau in dem Moment zu treffen. Und den schauen wir uns jetzt mal ein kleines bisschen genauer an. Und zwar schauen wir ihn uns mal in drei Stationen genauer an. Also zuerst schauen wir mal, wo kommt er denn her? Also er kommt her hier oben aus dem Himmel. Himmel heißt, er ist sehr weit weg. Also er kommt im Prinzip aus dem Unendlichen. Ich sollte vielleicht noch eine Sache an der Stelle dazu sagen. Ich habe eben gesagt, das Ganze ist gestaged. Das ist eine Bühne, auf die wir schauen. Und der Betrachter, der schaut natürlich in seiner Augenrichtung in die Richtung des Fluchtpunktes. Und wir haben vorhin gesehen, dieser Fluchtpunkt, den wir hier haben, der liegt irgendwo ungefähr hier. Und dieser Punkt, in dem dieser Strahl aus dem Unendlichen kommt hier, der sitzt tatsächlich exakt über dem Fluchtpunkt. Das bedeutet, der Strahl verläuft in einer Ebene, die parallel ist zu zum Beispiel unseren ganzen Strahlen, die sich hier hinten treffen. Das heißt insbesondere auch parallel
zur Häuserwand. Und wenn man sich das hier noch ein bisschen genauer anschaut und noch genauer reinzoomt, stellt man hier oben fest, da gibt es eine ganze Menge Engel, die um diese Öffnung rumtanzen. Also ein weiteres Zeichen dafür, dieser Strahl kommt direkt von Gott. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo der landet. Der landet hier unten bei Maria auf dem Kopf. Das ist auch gut so. Und hier sehen wir gerade noch einen weiteren Vogel. Hier sehen wir eine Taube. Das ist der Heilige Geist, der praktisch auf diesem Strahl hier entlang runtergelaufen ist. Wie lange Zeit er dazu braucht, um aus dem Unendlichen herzukommen, darüber mag ich mir im Moment gerade keine Gedanken machen. Aber jedenfalls, das ist das zweite Zeichen. Okay, da mit diesem Strahl haben wir es also absolut mit einer göttlichen Angelegenheit zu tun. Er kommt von Gott, der Heilige Geist segelt da drauf und er muss jetzt nur noch irgendwie in das Gebäude rein. Und das ist jetzt die eigentlich interessanteste Stelle, zumindest für einen Mathematiker, an dem ganzen Bild. Und zwar, das ist diese Stelle hier. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und da sehen wir, da gibt es ein Guckloch. Das ist unglaublich praktisch, dieses Guckloch, weil dieses Guckloch ermöglicht es, dem Strahl durch das Gebäude reinzukommen, weil ansonsten wird er ja einfach an dem Gebäude abprallen. Also man muss sich das mal vorstellen. Der Architekt, der dieses Gebäude gebaut haben muss, der war so weitsichtig, an dieser Stelle hier gleich ein Guckloch einzubauen, zu dem dann im richtigen Moment dieser Strahl der Erkenntnis in das Gebäude eindringen kann. Tatsächlich muss es da im Gebäude einen ganzen Schacht gegeben haben, wo dieser Strahl durchgewandert sein muss. So, also wir sehen sehr viel Perspektive, sehr viel religiöse Motive, sehr viel korrekte Perspektive an allen Ecken und Enden in diesem Bild, also dieser Vogelkäfig, den sehen wir hier nochmal, das Fenstergitter und so weiter. Also eine Message neben der religiösen Message, die uns Crivelli hier rüberbringt, ist die folgende: Ich kann Perspektive, ich kann das. Ich bin wirklich bewandert in den künstlerischen Methoden meiner Zeit. Umso tragischer muss es für ihn gewesen sein, diesen Strahl durch dieses Guckloch hier zu schicken. Weil wenn man mal einen Moment drüber nachdenkt und den mathematischen Verstand einschaltet, dann stellt man fest, dass das absolut und vollkommen unlogisch ist. Eigentlich, wenn dieser Strahl in einer Ebene parallel zur Häuserwand verläuft, dann hätte der Strahl durch die Rückseite des Gebäudes in das Gebäude reinkommen müssen. Und da haben wir jetzt einen massiven Konflikt mit der Kirchendoktrin, weil wir haben es hier, wie eben gezeigt, mit was unglaublich Göttlichem zu tun. Und das darf sich jetzt nicht so einfach durch den Hintereingang in dieses Bild reinschummeln. Also es gibt hier nochmal eine Skizze, die ist aus der Arbeit, die Karl-Heinrich Hoffmann veröffentlicht hat in den DMV-Mitteilungen. Hier sehen wir einmal eine Seitansicht der Szenerie, einmal eine Draufsicht auf die Szenerie. Also da haben wir hier den Engel, hier die andere Person, mit der er spricht. Hier haben wir Maria, hier haben wir unsere ganzen Bodenkacheln, hier haben wir das Gebäude. Der Strahl kommt aus einer Ebene, die parallel zur Häuserwand ist. Nochmal, der Grund, warum das so ist, ist die Tatsache, dass der Strahl direkt über unserem Fluchtpunkt sitzt. Ansonsten wäre das nicht so, aber er sitzt direkt über unserem Fluchtpunkt. Und wenn ich den Strahl jetzt hier einzeichne, also hier verläuft dieser Strahl, dann muss der natürlich an einer Stelle hier hinten ins Gebäude reinkommen. Und ich habe eben schon gesagt, hier hinten ins Gebäude kommen. Das heißt, der muss durch die Rückwand eingetreten sein. So, wir sehen auf dem Bild, das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Und wenn der Strahl wirklich so verlaufen wäre, wie man es hier sieht, dann wäre der gekommen, hätte irgendwo abgeknickt, wäre ins Gebäude reingegangen und dann wäre er wieder irgendwo gerade weiter verlaufen. Aber Crivelli musste das so tun, ansonsten hätte es massiven Ärger mit der Kirche gegeben. So, was macht jetzt jemand wie Crivelli? Jemand wie Crivelli gibt uns an der Stelle vermutlich, es gibt keinen schriftlichen Beleg dafür, aber die Analyse legt es nahe. Er gibt uns vermutlich einen versteckten Hinweis, dass wenn er nur gedurft hätte, dass er natürlich gewusst hätte, wo er diesen Strahl hat eintreten lassen müssen. Und dazu machen wir jetzt mal auf das Bild drauf eine Konstruktion, wo dieser Strahl denn eingetreten wäre. Und dazu schauen wir uns zunächst mal die Hinterkante des Gebäudes an und die Grundkante des Gebäudes. Die schneiden sich an einem Punkt und da muss jetzt in unserer Perspektive die hintere Gebäudewand
abzweigen. Das heißt, diese zwei Kanten, die wir hier sehen, das sind die Grenzlinien der Hinterwand. So, jetzt haben wir diesen Strahl hier, der trifft Marias Kopf. Und Maria steht hier vor diesem Lesepult und liest irgendwas. Und wir können mal versuchen, praktisch den Lotfußpunkt dieses Auftreffpunktes auf den Fußboden hier zu machen. Jetzt gibt es hier ein bisschen Interpretationsspielraum. Der Kopf könnte ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts gesessen haben, je nachdem, an welcher Stelle sie gerade liest. Allerdings in der Endanalyse macht das nicht so schrecklich viel aus. Also wir können mal annehmen, da wo sie ist, wenn ich da jetzt runtergehe, dann treffe ich an irgendeiner Stelle hier auf eine parallele Bodenkante und von der parallel nach hier hinten geht praktisch die Parallele des Lotfußpunktes zu unserem Fluchtpunkt. So, das heißt, diese Gerade und unser Strahl, die liegen jetzt alle drei in der Ebene, in der der Strahl drin gewesen sein muss. Und diese untere Kante, wenn wir jetzt davon ausgehen, die haben wir so konstruiert, dass sie hier auf dem Fußboden liegt, die schneidet hier hinten irgendwo die Gebäuderückwand. Und wenn ich davon senkrecht hochgehe, dann sehe ich die Stelle, an der wohl unser Strahl eingetreten sein muss. Und die ist ziemlich genau hier. Bis auf ein bisschen Rechenungenauigkeit oder Bildinterpretationsungenauigkeit, die ein bisschen damit zusammenhängt, wie hoch ist dieser Absatz hier und hat Maria eher links im Buch gelesen oder rechts im Buch gelesen. Wenn man das alles mit einbezieht, dann stellt man fest, dass die Eintrittsstelle, wo der Punkt auf der Gebäuderückwand gewesen sein müsste, tatsächlich ziemlich exakt über unserem Eintrittsloch liegt. Und zwar, also hier das nach links und rechts, das ist der Spielraum, der sich in der Berechnung ergibt und man trifft damit relativ genau diese Stelle des Eintretens hier. Das heißt, und das ist jetzt eine Vermutung, aber eine begründete Vermutung, Crivelli zeigt uns damit, ich muss zwar diesen Strahl da vorne um die Ecke führen, um der Kirchendoktrin gerecht zu werden, aber wenn ich gedurft hätte, wie ich geometrisch korrekt konstruieren kann, dann hätte ich genau gewusst, wo der Eintrittspunkt ist, nämlich genau hinter der Stelle, wo ich den Eintrittspunkt in die Mauer eingezeichnet habe. Es gibt noch ein weiteres kleines Indiz, das darauf hinweist, und das will ich gerade noch mal zeigen, und zwar, das ist diese Person hier. Da, wo die Person im Bild steht, steht sie tatsächlich hinter der Kante, die hier von dem Gebäude herkommt. Und jetzt schauen wir uns die Person mal ein bisschen genauer an. Die guckt da so hoch. Und wenn die da so hoch guckt, dann guckt die sich einen Punkt an. Und vermutlich ist es genau dieser Punkt, an den der Strahl ins Gebäude reintrifft. So, Ende erste Geschichte. Ich mache jetzt vor der zweiten Geschichte ein kleines mathematisches Zwischenspiel, das wir brauchen, um die zweite Geschichte richtig zu verstehen. Und zwar mag ich ein ganz kleines bisschen über projektive Geometrie und projektive Transformationen reden. Also wir haben ja eben gesehen, wenn ich so ein Bild habe mit vielen parallelen Geraden, wie jetzt hier angedeutet, und das perspektivisch korrekt darstellen möchte, dann ist es so, in der perspektivisch korrekten Darstellung, ich zeige das hier gerade mal an der Animation, dann müssen sich diese Fluchtlinien irgendwo im Unendlichen schneiden. Und zwar jedes Büschel paralleler Linien schneidet sich in einem anderen Punkt. Und diese Punkte, diese Fernpunkte, die liegen wieder auf einer Geraden, nämlich auf der Ferngeraden dieser Projektion. So, also das hier hinten ist praktisch diese Ferngerade. Und jetzt, das, was wir jetzt hier sehen in dem Bild, ist eine sogenannte projektive Transformation. Und das schauen wir uns jetzt gerade mal ein bisschen genauer an. Und ich mag wirklich mal die Formel dazu aufschreiben. Also, diese Formel hier leistet tatsächlich das, was korrekt eine projektive Transformation ist. Also mal angenommen, ich habe irgendwo ein Bild und möchte jetzt Stück für Stück alle Punkte dieses Bildes übertragen in ein perspektivisch verzerrtes Bild, dann kann ich das durch folgende Formel machen. Ich nehme mir die x- und y-Koordinaten aus diesem Bild hierher,
Mache jetzt Folgendes. Ich bette die auf geschickte Art und Weise in den R3 ein, indem ich hier unten noch eine 1 in die dritte Koordinate reinschreibe. Und dann nehme ich diesen dreidimensionalen Vektor mit einer 3x3 Matrix mal. Und diese 3x3 Matrix, die sollte hinreichend nicht degeneriert sein. Das heißt, die Determinante davon darf nicht verschwinden. Und wenn das so ist, bekomme ich dann wieder einen dreidimensionalen Vektor hier hinten raus. X-Y-Z. Und in der projektiven Geometrie ist es so, diese dreidimensionalen Koordinaten sind sogenannte homogene Koordinaten und die darf man bezüglich skalarer Vielfache in eine Äquivalenzklasse packen. Das heißt, ich kann den wieder so runterskalieren, als ob an der letzten Stelle hier eine 1 stünde. Und wenn ich das mache, bekomme ich den Punkt und das ist dann tatsächlich das perspektivisch korrekte Abbild von dem Punkt. Und an meiner Matrix, die ich hier habe, kann ich mir praktisch die spezielle Perspektive einstellen. Also tatsächlich ist es so, das, was hierbei rauskommt, und ich zeige jetzt gerade mal, wie das in Bewegung ausschaut, das hat eine ganze Menge Freiheitsgrade, nämlich 8 Stück. Und zwar diese 8 Freiheitsgrade, die ich in dem Bild habe, die reichen mir genau aus, um 4 Punkte eines Bildes auf 4 beliebige andere Punkte, sofern es nicht so degeneriert ist, in dem Bildbereich hierhin abzubilden. Also wir haben hier jetzt praktisch genügend Freiheit, um ein gegebenes Viereck auf 4 andere Punkte abzubilden. Und genau das werden wir jetzt für unsere nächste Geschichte brauchen. Nächste Geschichte beginnt im Jahr 2014 und ist für mich eine sehr persönliche Geschichte, weil da war ich selbst irgendwo stark mit involviert. Ich gebe zu, ich habe mit Fußball nicht viel zu tun, aber in der Geschichte geht es um das DFB-Pokalfinale 2014. Dortmund spielt gegen Bayern und Bayern gewinnt am Ende und 2014, das ist diese Zeit, als man sich noch zum Anschauen von Fußballspielen gesellig irgendwo getroffen hat vorher und während des Spiels und auch nach des Spiels. Und zufälligerweise, ich war genau an dem Tag, an dem das DFB-Pokalfinale war, 17. Mai war das, war ich in Berlin, weil ich einen Vortrag über Symmetrie und Ornamente gehalten habe. Und das Foto hier habe ich wirklich selbst gemacht. Da waren also die ganzen BVB-Fans in der Nähe vom Breitscheidplatz und haben da vorm Spiel noch kräftig gefeiert. Nach dem Spiel haben sie nicht mehr ganz so kräftig gefeiert. Grund dafür ist der Spielverlauf. Und ich habe jetzt mal im Folgenden versucht, diesen Spielverlauf so aufwendig wie möglich zu visualisieren, indem ich uns einen Zeitstrahl mache und alle wichtigen Ereignisse des Spieles, also sprich Tore, die dann tatsächlich auch gezählt wurden, markiert habe. Und das sieht dann so aus. Also wir haben dieses Pokalfinale und in der ersten Halbzeit passiert das hier. Und in der zweiten Halbzeit passiert das hier. Dann gehen wir in die Verlängerung rein. In der ersten Hälfte der Verlängerung passiert das hier. Und in der zweiten Verlängerungshälfte, da fallen dann endlich 2 Tore. Tatsächlich das eine relativ gleich am Anfang und das andere in der Nachspielzeit der Verlängerung und beides Tore für Bayern. Entsprechend geht dieses Spiel als Bayern-Sieg mit 2:0 in die Geschichte ein. Soweit die offizielle Geschichtsschreibung, aber dann gibt es halt noch diese Minute 64 in diesem Spiel. Das ist hier und da habe ich jetzt mal einen gelben Punkt auf die Zeitachse gemalt, weil zu dem Zeitpunkt, da gab es etwas, was eigentlich aussah wie ein Tor von Dortmund gegen Bayern. Und wenn dieses Tor gezählt hätte, dann wäre an der Stelle das Spiel entweder so geendet, dann hätte Dortmund gewonnen, oder es wären hier noch irgendwelche Tore gefallen. Man weiß nicht, wie es dann ausgefallen ist. Man kennt das ja, wie es beim Fußball ist. Aber der Schiri und der Linienrichter haben das Tor nicht als solches gewertet und dementsprechend war es halt auch kein Tor. So, was passierte dann weiter? Was habe ich jetzt plötzlich mit Fußball zu tun? Ich kam von Berlin heim
Und es dauerte nicht allzu lange, dann bekam ich plötzlich einen Telefonanruf von einem Redakteur einer sehr, sehr großen Tageszeitung in Deutschland, die auch gerne über Sportereignisse berichtet, und die fragte, ob ich als Mathematiker und Geometer an der Stelle nicht eine Analyse der Situation machen könne und definitiv ein Ja oder Nein geben könne, ob dieser Ball jetzt drin war oder nicht. So, jetzt ganz persönlich, ich hatte keine Lust auf Schlagzeilen der Form Münchner Prof zeigt, Bayern hätten das Spiel nicht gewonnen. Von daher habe ich mich zu dem Zeitpunkt gleich mit meinem Kollegen Uli Kortenkamp zusammengetan, der zu dem Zeitpunkt in Halle, jetzt mittlerweile in Potsdam ist. Das ist beides hinreichend weit von Dortmund und München weg, so dass wir dachten, also wenn, egal wie das Ganze ausgeht, die Analyse, die präsentiert am Ende dann er und nicht ich. Und dann machten wir uns also dran zu analysieren. Wie gesagt, mit Fußball habe ich nicht so schrecklich viel zu tun. Und ich glaube, ich habe an dem Tag mehr über Fußball gelernt als in meinem ganzen restlichen Leben. Eine ganz wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist, dass egal wie diese Analyse ausgeht, das war auf alle Fälle kein Tor, weil so steht es in den Regeln. Also, die Entscheidung des Schiedsrichters zu Tatsachen im Zusammenhang mit dem Spiel sind endgültig. Dazu gehören auch die Entscheidung auf Tor oder kein Tor und das Ergebnis des Spieles. Also, wenn der Schiri sagt, war kein Tor, dann war es auch kein Tor. Egal, wo der Ball an der Stelle war, der Schiri hat das letzte Wort darüber, war das jetzt ein Tor oder nicht. Nichtsdestotrotz kann man sich ja fragen, wäre es ein Tor gewesen in der besten aller möglichen Welten? Und dazu muss man jetzt erstmal überlegen, was bedeutet es überhaupt, ein Tor zu sein? Und dazu schauen wir uns erstmal an, wie denn die Definition von einem Tor aussieht. Also zunächst mal, was ist die Definition von einem Ball? Also ein Ball sollte kugelförmig sein laut Regelwerk. Er sollte aus einem geeigneten Material bestehen, also keine Melonen oder sowas. Er sollte einen Umfang von mindestens 68 und höchstens 70 Zentimeter haben. Das heißt, der Durchmesser ist so ungefähr 22 Zentimeter. Und der Rest ist mir jetzt egal hier. Aber hier unten gibt es noch den zweiten Absatz beim Thema, wie wird ein Tor erzielt? Ein Tor wird erzielt, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Torpfosten und unterhalb der Querlatte vollständig überquert, sofern das Team und so weiter und so weiter. Also der muss irgendwo in den Kasten rein und dann muss er vollständig hinter der Torlinie sein. Es gibt in den DFB-Regeln dazu sogar noch ein Bild. Also das hier ist kein Tor, weil da ist er nicht vollständig drüber und das andere hier ist ein Tor. Also in anderen Worten, der Ballmittelpunkt sollte, wenn der Ball einen Durchmesser von 22 Zentimetern hat, mindestens 11 Zentimeter hinter der Torlinie sein. So, das war das Bild von dem, wie die Situation ungefähr war. Und tatsächlich, es ist aus dem Bild hier zum Beispiel sehr schwer zu beurteilen, war der jetzt drin oder war er nicht drin. Und die nächste Sache, die dann kam, war, dass wir den Redakteur von der Tageszeitung eben gebeten haben, er soll uns doch mal alles schicken, was er an Bildmaterial hat. Und dann gab es also so eine ganze Liste von Bildern, wo zunächst mal die Frage war, welche davon sind eigentlich geeignet, um so eine Analyse durchzuführen? Und tatsächlich sind dabei zwei Bilder ganz stark herausgestochen, nämlich die beiden, die zeigen nämlich genau den passenden Moment, in dem das passiert ist. Also ganz kurz zur Erklärung, was ist eigentlich in der Situation passiert? Ich gehe hier mal noch ein ganz kleines bisschen näher ran an das Bild, um wirklich das Wichtige zu sehen. Hier sehen wir Hummels, es gab kurz vorher einen Freistoß, der Ball ging ein paar Mal zwischen ein paar Leuten hin, Hummels hat den Ball vor den Kopf bekommen und hat ihn dann in Richtung Tor gekickt. Hier sehen wir Neuer vor dem Tor und Dante im Tor. Ich glaube, eigentlich so im normalen Spiel sollte es andersrum sein. In der Situation war es eher so rum. Und wir sehen, wir haben ja auch beides Mal genau den gleichen Moment erwischt. Und zwar einmal von der Kamera, die links vom Tor steht, und einmal von der Kamera, die rechts vom Tor steht. Und jetzt wollen wir daraus so eine Art gigantisches stereoskopisches Sehen betreiben. Also man sieht ja auch mit zwei Augen, sieht man plötzlich 3D-Zusammenhänge und das Ganze im Prinzip auf die Größe eines Fußballstadions vergrößert. Das wollen wir jetzt mit den beiden Bildern hier betreiben. Und dazu schauen wir uns doch jetzt mal eines davon
genau an. Insbesondere sehen wir hier den Ball. Und jetzt erinnern wir uns doch mal an das Bild von Dürer und wie denn perspektivisch richtig gezeichnet wird. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe hier mal die Szenerie hier eingezeichnet in einer leicht verdrehten Position. Jetzt kommt nämlich was ganz Wichtiges dabei. Wir hätten keine Chance, hier irgendwas zu rekonstruieren, wären hier nicht genügend viele andere Objekte auf dem Bild. Aber wir haben hier vorne den Rahmen vom Tor und wir haben hier unten eingezeichnet den Boden vom Tor. Beides in der echten Welt richtige Rechtecke. Und wir sehen in diesem Bild den Ball. Und tatsächlich alles, was ich hier jetzt eingezeichnet habe, reicht aus, um aus der Position des Balles einen Sichtstrahl zu rekonstruieren, auf dem der Ball draufgelegen haben muss. Und zwar machen wir mal Folgendes. Wir stellen uns vor, hier vorne dieser Rahmen hier, das wäre unser Bilderrahmen bei Dürer. Und dann durchkreuzt dieser Sichtstrahl, also diesen Sichtstrahl, diesen Faden, den wir zum Ball spannen, der durchkreuzt ja irgendwo diesen Rahmen, also unser Ball in der 3D-Szenerie ist hier, und irgendwo gibt es den Faden, und wenn ich diesen Faden in Richtung Kamera spanne, dann durchschneidet er mir diese Vorderseite von diesem Tor. Und genauso kann ich argumentieren, hier unten dieser Rahmen, den ich hier sehe, den Boden vom Tor, der Sichtstrahl wird auch hier irgendwo durchschneiden und das wird irgendwo hier draußen so einen grünen Punkt auf dem Bild geben. Und diese beiden Punkte, die spannen mir praktisch eine Sichtgerade auf der praktisch in einer Linie die Projektion auf den Fußballboden, die Projektion auf die Vorderseite vom Tor und der Ball liegen. Und in diesem Bild hier schauen wir jetzt im Prinzip genau durch den Sichtstrahl auf den Ball drauf. Da fallen die drei Punkte hier alle zusammen und von meinem gelben Strahl sehe ich überhaupt nichts. So, jetzt hatte ich ja vorher erklärt, wie man projektive Transformationen ausrechnet. Und jetzt machen wir genau das. Ich habe jetzt hier mal mehr oder weniger fast symbolisch nur angedeutet, dass unsere Vorderseite vom Tor ein Rechteck ist und der Fußboden vom Tor ist auch ein Rechteck. Und im Prinzip sehen wir jetzt hier gleichzeitig so einen Seitriss und einen Grundriss von dem Tor und in die möchte ich jetzt mal die beiden Projektionen von meinem Ball reinzeichnen. Und das kann ich. Das kann ich deswegen, weil ich nämlich mir projektive Transformationen definieren kann, die mir den roten Rahmen in dem Bild abbilden auf den roten Rahmen in dem gedachten Seitriss des Bildes. Und dieser Punkt hier, der entspricht der Position des Balles. Und diese projektive Transformation, die ich hier bekomme, die kann ich hernehmen und damit die Position des Punktes transformieren und ich bekomme einen Punkt hier in meinem Bild. Dasselbe kann ich mit dem Rahmen hier unten machen und ich bekomme eine zweite projektive Transformation und eine zweite Position im Bild. Diese beiden Punkte kann ich mir jetzt wiederum in meine 3D-Kulisse eintragen und dann kann ich die beiden mit einer Geraden verbinden und habe eine Sichtgerade aus diesem Bild raus rekonstruiert. Ich werde das nachher gleich nochmal ganz anschaulich machen, sodass man es wirklich ohne Rechnerei letztlich tun kann, wenn man ein geeignetes Programm zum Verzerren von Bildern hat. Vorher mag ich noch so einen kleinen Sideplot erzählen. Und zwar war es so, wir sind ja im Jahr 2014 und wir haben ja hier immer am Tag der offenen Tür bei uns in der Mathematik mindestens eine oder zwei Großaktionen laufen. Und tatsächlich im Jahr 2013 beschäftigte sich unsere Großaktion mit dem Thema Perspektive. Ich hatte damals eine Vorlesung zur projektiven Geometrie laufen mit einigen Studenten drin und ich hatte versprochen, dass für wen auch immer das interessiert, wir zum Tag der offenen Tür irgendeine interessante Aktion rund um das Thema projektive Geometrie machen. Und was wir überlegt haben, was wir machen könnten, war Folgendes. Wir nehmen uns in unserer Magistrale im Gebäude einen Bereich des Gebäudes heraus und machen daraus virtuell einen Keller.
Und dieses virtuell daraus einen Keller machen, sollte folgendermaßen funktionieren. Wir haben hier oben auf unserem Geländer eine Kamera montiert, die schaute aus einem gegebenen Blickpunkt. Achtung, hier haben wir wieder den Dürer mit seinem angeknoteten Faden auf diesen Fußboden. Und da sollte jetzt praktisch eine Zeichnung entstehen, die von diesem Blickpunkt aus genau so aussah, als würde ein Keller nach unten gehen. Also hier kommt eine Vorstudie dazu. Das hier, was man hier sieht, ist ein DIN A4-Blatt auf unserem Esstisch. Hier sehen wir eine kleine Schlumpfine, die hier Platz genommen hat. Von daher, es passt auch gerade wieder zu Weihnachten, weil die hat auch Flügel. Und tatsächlich, wenn ich dieses DIN A4-Blatt von oben anschaue, dann sieht das so aus. Das heißt, es sieht eigentlich hochgradig perspektivisch verzerrt aus, aber wenn ich es vom richtigen Blickpunkt aus anschaue, dann sieht es eben genau so aus. Und das haben wir jetzt in groß reproduziert und bei uns in die Magistrale reingeklebt. Also das hier, was man jetzt hier sieht, ist tatsächlich keine Fotomontage, sondern das war wirklich so zu sehen, und zwar genau oben von unserem Kamerapunkt aus mit einem großen ausgedruckten Stück Papier. Und das haben wir dann zum Tag der offenen Tür tatsächlich komplett installiert. Ganz kurz hier, wenn ich das von einer anderen Situation aus fotografiere, dann sehen wir, das sieht überhaupt nicht korrekt aus. Aber eben von diesem einen Blickpunkt aus, da sieht es richtig aus. Und wie gesagt, das Ganze haben wir jetzt in groß gemacht. Und dazu gab es damals auch einen Film von der Installation. Und den will ich jetzt gerade einmal kurz zeigen. Also, wir schreiben das Jahr 2013, Oktober. Das hier war unser erster Vorentwurf. Tatsächlich, das hier sind noch Fotomontagen, aber das hier ist der Endentwurf und das, was wir jetzt gleich sehen werden, ist tatsächlich so in der Magistrale passiert. Wir haben insgesamt vier Bahnen ausdrucken lassen und auf diesen vier Bahnen, die waren jeweils 6 Meter lang und 1,50 Meter breit, haben wir dann ein Feld von 6 mal 6 Metern hier installiert. Hier sieht man die Leute aus meinem projektive Geometriekurs und Stück für Stück hat das Ganze Form angenommen. Jetzt waren die Sachen erstmal nur ausgelegt, dann musste man sie noch ankleben. Wer jemals versucht hat, 6 Meter Papier halbwegs glatt auf den Boden drauf zu kriegen, der ist herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren hier. Es war tatsächlich, also man sieht hier auch die Falten, es war ein richtiger Kampf, diese Falten hier wegzukriegen. Wir haben es trotzdem einigermaßen gut geschafft und ungefähr so nach 6 bis 8 Stunden Arbeit und jeder Menge Kleben waren wir dann am Ende auch tatsächlich fertig damit. Und wenn das Ganze dann fertig ist, muss es auch irgendwie gereinigt werden. Und hier sehen wir jetzt im Prinzip so eine Art rituelle Reinigung unseres 6x6 großen Stückes Papier, das wir hier aufgeklebt haben. Und ich finde es sehr interessant, wie einfach sich die Perspektive verändert, je nachdem, wo eine Person hier auf dem Bild steht. Tatsächlich hat man es dann am Tag der offenen Tür so gemacht, dass es eben oben eine positionierte Kamera gab, die dann die ganze Zeit auf das Bild drauf fixiert war in der richtigen Perspektive und die Leute konnten sich dann zu Fotomotiven reinmontieren und das dann unten auf einem Monitor mit beobachten. So, und jetzt haben wir dieses Bild. Und wer schon mal im Fußballstadion war, der kennt vielleicht diese Camp Carpets. Das sind im Prinzip flache Teppiche, sodass sich niemand verletzt, die am Rande des Spielfeldes ausliegen, die so bedruckt sind, dass man von einer Position, wo die Kamera steht, genau das Ganze so sieht, als würde da ein Schild stehen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Bevor wir das machen, hier gerade noch mal ein anderer Camp Carpet. Also hier, das ist meine geschätzte Kollegin Christina Reis zusammen mit ihrem Mann, die hier auf einer Cola-Dose drauf sitzt. Eine andere Installation, die wir an dem Tag gemacht haben. Tatsächlich, das Bild von der Cola-Dose, das wir ausgedruckt hatten, sah so aus und aus dem richtigen Blickwinkel sah das eben wie eine richtige Dose aus. Eine interessante geometrische
Kuriosität hier, wenn man solche Bilder macht, die auf dem Fußboden installiert werden sollen, die aus einem Blickwinkel korrekt aussehen, passiert Folgendes, dass zum Beispiel Kreise, die in der echten Welt ein echter Kreis sind, auch auf diesem ausgedruckten Bild ein Kreis sein müssen. Fand ich selbst ein bisschen überraschend, wie wir das damals installiert haben, dass das eine wichtige Randbedingung ist. So. Zurück zu unserem Fußballspiel. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes. Das hier war jetzt tatsächlich die Original-Analyse-Datei, mit der wir das Bild auseinandergenommen haben. Hier ist die 3D-Rekonstruktion und jetzt vielleicht erstmal die wichtigste Information. Wir haben daraus zwei Sichtstrahlen rekonstruiert und diese zwei Sichtstrahlen schneiden sich deutlich hinreichend weit hinter der Torlinie. Erstens mal, sie schneiden sich. Das muss rein geometrisch so sein, wenn wir alles richtig gemacht haben. Aber es hätte ja auch ein Fehler in der Konstruktion sein können. Aber sie schneiden sich sehr gut und sie schneiden sich ganz deutlich hinter der Torlinie. Jetzt mag ich diese Rekonstruktion mal aus dem Blickwinkel der Cam Carpets machen. Und dazu nehmen wir uns doch jetzt gerade mal dieses Bild her. Und ich habe gesagt, wir brauchen im Prinzip diese zwei projektiven Verzerrungen. Und das machen wir jetzt mal. Wirklich, wir verzerren mal das Bild so. Und dazu mache ich zunächst mal Folgendes. Ich nehme mir vier Punkte her und diese vier Punkte positioniere ich an Stellen von meinem Bild, die ich als Anker verwenden könnte. Und dazu nehme ich mir jetzt erstmal hier die vier Eckpunkte meines Torrahmens hierher und dann ziehe ich das Bild an diesen vier Punkten derart, dass es projektiv so verformt wird, dass diese vier Punkte danach wirklich ein Quadrat bilden. Also ich ziehe mir den hier auf diese Ecke, den hier ziehe ich mir auf diese Ecke, dann nehme ich den auf die und dann nehme ich den auf die und erhalte hiermit ein Foto von unserem Tor, das wir im Folgenden weiterverwenden wollen. Wichtig ist, man sieht auf diesem Foto natürlich den Ball hier irgendwo mit drauf. Also davon mache ich mir zunächst mal einen Screenshot und wenn ich diesen Screenshot habe, dann mache ich noch eine zweite Verzerrung. Es ist vielleicht hier auch ganz interessant zu sehen, das Bild ist jetzt natürlich wirklich echt projektiv verzerrt. Also der Rest der Spieler sieht jetzt irgendwo ein bisschen breiter aus und das Ganze sieht ziemlich in die Länge gezogen aus. Muss natürlich so sein. So, jetzt nehme ich mir meinen zweiten Rahmen her. Das heißt, ich bewege diese beiden Ankerpunkte von hier oben, bewege ich mir diesmal hier hinten auf die Ecken drauf und mache daraus jetzt wiederum ein echtes Quadrat. Und wenn ich das mache, da sehen wir, das wird jetzt eine ziemlich extreme Verzerrung werden. Stört uns aber nicht, solange die Mathematik dahinter stimmt. Wichtig ist, wir sehen hier hinten nach wie vor unseren Ball. Und dann nehme ich mir das Bild. Vielleicht bin ich noch daran interessiert, die anderen Spieler auch noch mit ins Bild reinzubekommen und mache mir davon dann auch wieder einen Screenshot. Ist übrigens ganz interessant, wie extrem verzerrt jetzt die anderen Spieler hier in dem Bild mit aussehen. So, davon mache ich mir eben jetzt meinen zweiten Screenshot und mit diesen beiden Screenshots gehe ich jetzt in die weitere Analyse rein. Also, wenn wir den haben, dann nehmen wir diese beiden Bilder, die wir jetzt auf die Art und Weise erreicht haben, und installieren sie uns in eine 3D-Szenerie. Und da sehen wir, die eine habe ich uns jetzt praktisch als so eine Art Cam Curtain, also ein Kameravorhang, vorne ins Tor reingehängt. Und die andere habe ich uns jetzt hier als riesigen Camp Carpet mal ausgelegt. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann ist das jetzt so, dass wenn wir von da gucken, wo die Kamera geschaut hat, dass wir dann tatsächlich das Originalbild hier oben wiedersehen. Bevor ich das mache, zeige ich aber trotzdem nochmal, wie sich hieraus jetzt der Sichtstrahl raus rekonstruiert. Ich nehme einfach wirklich die Position in diesem Bild von dem Ball her und nehme mir die andere Position, die ich praktisch von dem Cam Carpet hier erhalte, hier unten, verbinde die miteinander und hier auf dieser Sichtlinie muss letztlich der Strahl gelegen haben. Damit man jetzt glaubt, dass es tatsächlich mit den Cam Carpets klappt, habe ich jetzt hier nochmal eine Visualisierung gemacht,
wo ich tatsächlich ein Stück mehr aus der Kameraperspektive schaue. Jetzt bin ich weit weg und drehe mal diesen Sichtstrahl so, dass wir entlang des Sichtstrahls schauen. Und wenn man sich das hier anschaut, das Bild, das wir hier unten bekommen, das sieht tatsächlich sehr ähnlich aus zu dem, was wir hier oben haben. Ist bloß ein bisschen unscharfer geworden, wegen Rendering-Ungenauigkeiten. So, und das machen wir jetzt eben nicht nur mit einem Bild, sondern machen es gleich mit zwei Bildern und rekonstruieren uns daraus eben einen zweiten Sichtstrahl. Und dann sehen wir, die beiden schneiden sich hier hinten. Und tatsächlich, es wäre ein Tor gewesen. Aber wie gesagt, nach Regelwerk ist es kein Tor, weil Schiedsrichter hat gesagt, ist halt nun mal kein Tor. Ohne Mathematik hat das Jürgen Klopp eigentlich am treffendsten formuliert. Der sagte nämlich nach dem Spiel, wenn Dante es geschafft hätte, die Szene von der Linie zu klären, obwohl er mit dem Standbein auf der Linie und mit dem anderen Bein dahinter stand, dann könnte er mit der Nummer beim Cirque du Soleil auftreten. Ich glaube, treffender und ohne viel Mathematik kann man es nicht formulieren. So, Ende zweite Geschichte. Anfang dritte Geschichte und dazu jetzt erstmal wieder ein kleines Zwischenspiel. Ich mag mal kurz etwas über Doppelverhältnisse erzählen. Also Doppelverhältnisse sind eine grandiose Sache in der projektiven Geometrie und zwar, weil man mit denen messen kann. Wir haben ja gesehen, also wir haben ja jetzt schon sehr viele perspektivische Verzerrungen gesehen und wir haben gelernt, naja, eine Größe bleibt darauf nicht invariant, ein Verhältnis von Größen, also Proportionen zueinander, bleiben auch nicht invariant. Was sich aber herausstellt, ist, dass das Verhältnis von Größenverhältnissen in gewissem Sinne unter projektiven Transformationen invariant bleibt. Und dazu möchte ich jetzt kurz als nächstes was erzählen. Also, wir stellen uns mal vor, wir haben vier Punkte auf einer Geraden. Und diese Gerade stellen wir uns jetzt mal für einen Moment als den reellen Zahlenstrahl vor. Dann haben diese vier Punkte hier haben bestimmte Positionen. Und wenn ich jetzt Folgendes ausrechne, wenn ich das Verhältnis der Länge AC nach AD ausrechne, also im Prinzip die beiden blauen Strecken hier oben durcheinander teile und das Ergebnis teile durch das Verhältnis der Strecken, die ich erhalte, wenn ich BC durch BD teile, dann haben wir so ein Verhältnis von Verhältnissen, dann ist das, was da rauskommt, das sogenannte Doppelverhältnis. Und Doppelverhältnisse haben einfach eine ganz tolle Eigenschaft. Also das ist im Prinzip eine Zahl, die ich vier Punkten auf einer Geraden zuordnen kann. Also vier kolineare Punkte haben immer ein Doppelverhältnis. Und jetzt passiert in der reellen projektiven Ebene, man nennt die auch RP2, Real Projective Two-Dimensional, passiert jetzt Folgendes. Wenn ich mir vier Punkte hernehme und mir die von einem Punkt, von einer Geraden auf eine andere Gerade drauf projiziere, dann bekomme ich vier andere Punkte hier und die beiden Doppelverhältnisse, die bleiben dann vollständig identisch. Und mit ein bisschen Überlegung sieht man, dass dann projektive Transformationen tatsächlich Doppelverhältnisse unverändert lassen. Also ein Doppelverhältnis ist so eine Art unverrückbare Größe von einem Punktequadrupel, selbst wenn ich es projektiv transformiere. Also in gewissem Sinne, egal mit welcher Linie ich hier geschnitten hätte, also selbst mit so einer anderen hier irgendwo schief durch, wenn ich die vier Punkte hier einzeichne, die hätten alle immer jeweils genau das gleiche Doppelverhältnis. In dem Sinn macht es auch vollkommen Sinn zu sagen, wenn vier Geraden durch unseren Punkt X gehen, dann kann ich denen auch ein Doppelverhältnis zuordnen. Oder ich kann auch Folgendes machen, und das wird für uns gleich wichtig werden. Ich kann mir vier Punkte hernehmen, die irgendwo in der Ebene liegen, und kann betrachten, wenn ich mir die von x aus anschaue, was hatten denn die vier Geraden hier, die rauskommen, für ein Doppelverhältnis? Und das ist die Definition dessen, was ich nennen würde, das Doppelverhältnis gesehen von einem Punkt X. Also das hier ist im Prinzip eine Definition für diesen Ausdruck Doppelverhältnis gesehen von X. Bevor wir damit jetzt gleich was machen, möchte ich noch eine Sache kurz zur Magie von Doppelverhältnissen sagen. Mit denen kann man wirklich
Messungen auf Fotografien durchführen. Also stellen wir uns mal vor, wir haben hier so ein paar Bahngleise in der Gegend liegen. Bahngleise haben die schöne Eigenschaft, die kommen mit einer guten Messskala daher, nämlich die Abstände, in denen hier diese Gleisschrauben sitzen. Bahngleise sind noch dazu parallel, das heißt, ich kann mir hier hinten so einen Fernpunkt konstruieren, der natürlich in echt nie erreicht wird. Wir sehen hier, vorher läuft dieses Bahngleis hier in so eine kleine Mulde rein, danach geht es um eine Kurve rum. Aber würden die hier bis ins Unendliche parallel verlaufen, dann wäre der Fernpunkt im Bild hier an dieser Stelle. Wenn ich jetzt Folgendes mache, wenn ich mir zwei Punkte hernehme, 0 und 1, ich habe die jetzt mal hier beziehungsweise an zwei Bahnschrauben gesetzt und das Doppelverhältnis ausrechne von 0 unendlich und x und 1, dann kommt eine Zahl raus. Und diese Zahl, die ist exakt der Real-World-Abstand von x zum Punkt 0 gemessen in der Skala von 1. Also wenn ich jetzt hierher gehe und anfange an diesem Punkt x zu bewegen und den mal eine Einheit weiterschiebe, also sprich eine Gleisschraube weiterschiebe, dann haben wir hier ein Doppelverhältnis von 3. Wenn ich ihn zwei Gleisschrauben weiterschiebe, dann bekommen wir hier entsprechend ein Doppelverhältnis von 4. Und wenn ich ihn jetzt ganz weit nach hinten rausschiebe, kann ich praktisch am Doppelverhältnis messen, wie weit bin ich denn hier vorne entfernt. Also wer Lust hat, kann jetzt hier mal auf die Stopptaste drücken und nachzählen, dass das hier tatsächlich 30 Gleisschrauben sind. Wer die Lust nicht hat, der kann auch Folgendes machen. Der kann einfach mal die Einheit hier ein bisschen verändern und hier auf drei Striche weit gehen. Dann sehen wir, der Maßstab ist plötzlich auf 10 gehüpft. So, Doppelverhältnisse brauchen wir jetzt gleich in einem bestimmten Zusammenhang und damit kommen wir zu meiner dritten Geschichte. Und zwar spielt die, ich glaube, es war das Jahr 2012 in München, als ich irgendwann mal den Münchner Merkur am Zeitungsstand gesehen habe und auf dem Münchner Merkur dieses tolle Foto von Münchner Silvesterfeuerwerk von, ich glaube, es war 12 auf 13 oder sowas. Ich habe das Foto gesehen und habe gedacht, das gibt's ja nicht. Also wir haben hier die Türme in der Münchner Innenstadt aufs Schönste alle vereint auf einem Foto und dachte mir, das Ding muss eine Fotomontage sein. Sowas geht nicht in echt. Und dann fing ich plötzlich an, darüber nachzudenken. Ja, wie könntest du denn jetzt zeigen? Ist das jetzt eine Fotomontage oder nicht? Und wir haben in der projektiven Geometrievorlesung einen Slot, der heißt, wo stand der Fotograf? Und in dem wird gezeigt, wie man aus Fotos die Position der Kamera rückrechnen kann. Und das funktioniert genau über Doppelverhältnisse und eine tolle Eigenschaft, die Doppelverhältnisse haben. Nämlich es passiert Folgendes. Wenn ich vier Punkte habe, die jetzt mal nicht auf einer Geraden liegen sollen und mir die vier Punkte von einem Punkt aus anschaue, dann haben diese vier Punkte ein Doppelverhältnis gesehen von meinem Punkt E aus. Und jetzt gibt es aber noch folgende Tatsache. Durch fünf Punkte, die nicht so sind, dass zu viele von denen auf einer Geraden liegen, geht immer eindeutig ein Kegelschnitt durch. Also ich kann genau eine Ellipse, Parabel, Hyperbel hernehmen und durch irgendwelche fünf Punkte in allgemeiner Lage in der Ebene durchlegen. Und jetzt verzahnen sich hier die Kegelschnitte und die Doppelverhältnisse zu folgendem wunderschönen Satz, nämlich wenn ich einen zweiten Punkt, ich nenne ihn jetzt hier mal F, auf einem Kegelschnitt habe, dann sieht der diese anderen vier Punkte exakt unter demselben Doppelverhältnis wie unser Punkt E. Das heißt also, mein Kegelschnitt ist im Prinzip durch vier Punkte und ein Doppelverhältnis. Und alle Punkte, die vier Punkte unter dem gleichen Doppelverhältnis gesehen, die liegen auf einem Kegelschnitt. Also hier nochmal in einer Animation mit einem beweglichen Punkt P. Ich kann charakterisieren, wann liegen sechs Punkte A, B, C, D, E und P. P soll jetzt beweglich sein, gemeinsam auf dem Kegelschnitt. Ja, genau dann, wenn diese beiden Doppelverhältnisse hier gleich sind oder anders gesagt, P sieht A, B, C, D unter demselben Doppelverhältnis wie E. Das heißt, der Kegelschnitt ist charakterisiert durch vier Punkte und ein Doppelverhältnis. So. Und das nehmen wir jetzt her, um damit Kameraposition zu rekonstruieren. Ich habe hier mal ein anderes Bild von der Münchner Innenstadt, bei dem man auch sehr viele Türme sieht. Und tatsächlich, diese Türme sind für diese Analysemethode ausgesprochen wichtig.
Kenner der Münchner Geografie, wir sehen natürlich sofort, das Bild ist irgendwo im Herbst aus dem englischen Garten rausgeschossen. Kann ja gar nicht anders sein, weil allein mal schon so viel Grün da drumherum ist. Aber wie können wir das mathematisch analysieren? Schauen wir doch mal an. Also, schauen wir uns wieder an, was heißt an der Stelle eigentlich ein Foto machen. Foto machen bedeutet eigentlich, naja, wir haben hier irgendwelche Objekte. Wir haben die Frauenkirche, wir haben das Rathaus, wir haben St. Peter hier hinten, wir haben hier noch die Staatskanzlei. Unser Fotograf steht jetzt irgendwo, er hat jetzt irgendwo seine Fotoplatte und ich habe die jetzt mal überdimensional weit weggemalt. Tatsächlich macht es keinen genauen Unterschied, wo die jetzt exakt steht, und er formt hier seine Sichtstrahlen. Wir sind jetzt wieder zurückgelangt beim Dürerbild, Faden gespannt vom Augpunkt aus und der trifft irgendwo unseren Bilderrahmen und wir kriegen hier jetzt natürlich ein Doppelverhältnis von 4 Punkten gesehen von x und dieses Doppelverhältnis von 4 Punkten gesehen von x, das können wir jetzt hier oben am Bild ablesen. Also ich nehme mir praktisch symbolisch diese 4 Schnittpunkte her und die entsprechen den Punkten, die ich hier oben in meiner Zeichnung markiert habe. Also aus diesem Doppelverhältnis in meiner Zeichnung kann ich das Doppelverhältnis unter dem x die 4 Landmarks hier sieht, rausrekonstruieren und damit bekomme ich einen Kegelschnitt. Und ich weiß, x muss auf diesem Kegelschnitt gestanden haben, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. So, und naja, damit haben wir die Position von dem Kameramann eingeschränkt auf diesen Kegelschnitt. Jetzt sehen wir jetzt hier drin aber ja nicht nur die 4 Punkte, sondern wir sehen hier hinten auch noch zum Beispiel die Theatinerkirche und die liegt irgendwo in der Regel nicht auf diesem Kegelschnitt drauf und ich kann noch dasselbe Spiel bezüglich einem anderen Sichtpunkt spielen, mir ein anderes Doppelverhältnis ausrechnen, bezogen auf 4 andere Landmarks, bekomme einen zweiten Kegelschnitt und an der Stelle, wo sich diese beiden Kegelschnitte dann schneiden, da muss unser Fotograf gestanden haben, sie schneiden sich natürlich an 4 Stellen, aber die anderen 3 kenne ich. Das sind nämlich genau die 3 Landmarks, die die gemeinsam haben. So. Und mit dem gehen wir jetzt in die Kameraanalyse von unserem Bild mal genau rein. Ich mache es erstmal an dem Beispiel, das wir eben gesehen haben. Also, was muss ich tun? Ich habe das hier jetzt alles mal in eine App reingepackt und in einem ersten Schritt markiere ich mir hier oben das Rathaus und hier unten auf der Karte ziehe ich mir einen entsprechenden roten Punkt an die Position, wo das Rathaus sein muss. In einem zweiten Schritt nehme ich mir den gelben Punkt her und schiebe ihn mir hier auf die Staatskanzlei. Und die Staatskanzlei hier in dem Bild ist an der Stelle, der Turm ist da, dann steht der hier. Dritter Schritt, dann nehmen wir uns mal den grünen Punkt hierher und ziehen ihn auf die Frauenkirche. Jetzt muss ich hier unten Frauenkirche im Bild suchen gehen. Das ist hier an der Stelle und hier haben wir den Turm her genommen und setzen den grünen Punkt hier genau drüber. Das Ganze hat natürlich eine gewisse Messungenauigkeit, also Pi mal Daumen kommt das Ganze schon hin. Nächster Punkt, der blaue Punkt wird jetzt hergenommen und wir schieben den mal auf die Theatinerkirche hier. Theatinerkirche hier im Bild, hier haben wir einen Odeonsplatz, die ist hier in der Gegend. Das heißt, der blaue Punkt wandert hier an die Stelle, stimmt, das ist unterhalb vom Hofgarten. Und jetzt Stunde der Wahrheit, last not least, der letzte Punkt, den nehmen wir uns her und ziehen uns den weißen Punkt hier auf St. Peter. Und jetzt schlägt wirklich die Stunde der Wahrheit, nämlich die Frage, wo stand denn unser Fotograf für dieses Bild hier? Und wir sehen hier bis auf Rechenungenauigkeiten so ungefähr in der Gegend hier, wo sich all meine Kegelschnitte hier treffen. Ich habe dann hier nochmal ein bisschen nachjustiert, um es nochmal ein bisschen genauer zu treffen. Ich glaube, eine gute These ist hier, dass der Fotograf am Monopterus stand. Weil das ist ein bisschen erhöht und man sieht die entsprechende Türme davon auch gut. Hätte man vielleicht auch ohne Mathematik draufkommen können, aber bei unserem Silvesterbild ist das schon deutlich schwieriger. Und das schauen wir uns jetzt mal genau damit an. Also, wir nehmen uns das Silvesterbild her,
Ich habe hier erstmal, bevor wir uns das genauer anschauen, nochmal mit Google Earth mir rausgezogen, wie denn die Umgebung von diesem Bild aussieht. Also wir haben hier irgendwo das Rathaus drauf, wir haben die Frauenkirche, wir haben St. Peter, dann haben wir hier noch diesen Turm kurz vorm Marienplatz und hier der Turm von der Kirche, die hier vorne steht. Und jetzt machen wir mal genau diese Analyse. Also ich nehme der Reihe nach meine Punkte her und ziehe sie mir so exakt, wie ich es irgendwie nur schaffe, an die entsprechenden Positionen. Das heißt, ich nehme mir zuerst mal hier oben den roten Punkt und markiere mir damit das Rathaus, nehme den entsprechenden roten Punkt und setze ihn mir hier auf das Rathaus drauf, nehme danach den blauen Punkt hier und setze ihn mir auf diesen kleinen Turm, den wir hier noch sehen, der ist im Bild irgendwo in der Größenordnung hier unten. Das heißt, ich nehme mir den blauen Punkt und setze ihn mir hier unten drauf. Ich werde dann auch mal noch ein bisschen reinzoomen, um es so genau wie irgendwie möglich zu postieren. Jetzt machen wir es aber erstmal ein bisschen grob. Den weißen Punkt, den setzen wir auf die Frauenkirche und zwar auf den hinteren Turm. Auch hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich die Luftaufnahmen hier anschaut, sieht man, die haben so eine leichte Schräglage. Das muss ich hier durch die Position von meinem Punkt ein bisschen gegenkompensieren. Jetzt fehlen noch zwei Punkte. Den einen setze ich mir hier vorne auf die Kirche. Das ist entsprechend hier unten der Punkt. Und jetzt fehlt noch last not least dann gleich der gelbe Punkt und da muss wieder Sankt Peter herhalten. Also ich nehme den gelben hier und ziehe ihn hier rüber auf Sankt Peter. Und in unserem Bild Sankt Peter haben wir hier. Hier ist Peterskirche und da ziehen wir den hin. Und wir sehen hier schon, hier vieles ordnet sich hier entlang einer Geraden an. Und da sehen wir jetzt auch so ein bisschen die numerische Schwierigkeit, die an der Stelle reinkommt. Das müssen wir entsprechend berücksichtigen, dass wir hier einfach mit schleifenden Schnitten zu tun haben. Ich positioniere hier jetzt nochmal so genau, wie ich es irgendwie kann, um einfach möglichst viel aus diesem Bild raus zu übernehmen. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch sehen, wo schneiden sich denn unsere Kegelschnitte. Und da wird das Ganze jetzt allerdings nochmal ein bisschen subtil, weil so richtig ordentlich schneiden tun sie sich nicht, aber sie degenerieren hier sehr stark. Sie degenerieren so, dass es hier so eine Art Gerade gibt, die hier durchläuft. Moment, ich zeichne sie hier nochmal ein. Jetzt ist mir das Bild weggerutscht, also eine Gerade, die hier durchläuft und auf dieser Geraden hier, da muss irgendwo meine Kameraposition gesessen haben. Und ich fing dann an, hier diese Sichtgerade hier durchzuscannen, wo denn hier irgendwo ein Gebäude sein könnte, von dem man das so sehen könnte. Und hier sind keine gescheiten Gebäude in der Gegend. Tatsächlich, das erste Gebäude, das man trifft, das sitzt ziemlich weit weg. Und zwar hier jenseits der Isar gibt es hier hinten das Deutsche Museum. Und hinter dem Deutschen Museum geht es hier ein bisschen berghoch. Und gegenüber vom Gasteig hat man hier das Holiday Inn München City Center. Und das ist ein relativ hohes Gebäude auf einem Hügel. Und meine These ist, wenn man nur ein hinreichend gutes Wetter hat und ein ziemlich gutes Teleobjektiv, dann kann man von hier aus genau dieses Foto schießen. Und dann habe ich versucht, das nochmal anders zu belegen. Und das machen wir jetzt gerade nochmal. Und zwar, wir gehen jetzt mal in Google Earth rein und gehen mal genau an die entsprechende Position. Ich habe jetzt wirklich mal als Suchbegriff bei Google Earth Holiday Inn City Center München eingegeben und Google Earth bringt uns an diese Stelle. Ich fahre mal ein bisschen näher ran. Hier haben wir das Holiday Inn. Ich schaue es gerade mal von der Vorderseite an. Da sehen wir auch wirklich, hier vorne haben wir viele Fensterfronten. Hier ist das Logo. Hier oben haben wir eine Fensterreihe. Und ich meine, irgendeines dieser Fenster hier oben muss es gewesen sein. Und ich mache jetzt mal was, was man wirklich nur in Google Earth so gut machen kann. Ich stelle mich mal hier aufs Dach drauf, kipp mein Bild jetzt mal ein kleines bisschen und schau mal in die Stadt rein. Und tatsächlich hier hinten, ganz weit weg am Horizont, so dass ich es nur mit einem guten Teleobjektiv so gut sehe,
Da finden wir tatsächlich unsere Stadtkulisse. Und wenn man das hier mal mit dem Foto vergleicht, St. Peter haben wir hier. Es wird durchs Rendering auf die Entfernung leider leicht abgeschnitten. Hier haben wir die Frauenkirche, hier haben wir ein bisschen nebendran das Rathaus, hier die Türme. Ich hätte vielleicht ein paar Schritte weiter nach links gehen müssen, um die exakt an der Position zu haben. Aber das Ganze ist schon extrem stimmig. Ich mache jetzt gerade noch mal Folgendes. Ich mache noch mal eine Kamerafahrt in die Nähe dieser Türme. Und das sehen wir, also selbst wenn ich jetzt ein bisschen näher rangehe, sind wir praktisch auf dieser Fluchtachse und sehen, da kriegen wir schon ziemlich genau so ein Bild zustande. Also Ergebnis an der Stelle, meiner Meinung nach, es war keine Fotomontage, sondern das Bild wurde tatsächlich in echt so aufgenommen. Und da bin ich auch ganz froh drum, weil man freut sich ja auch, wenn man von Bildern nicht gerade immer betrogen wird. So, jetzt sind wir aber durch. War lang genug. An der Stelle bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als ganz herzlich für die Aufmerksamkeit zu danken. Ich wünsche ein frohes und vor allen Dingen gesundes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und in dem sehen wir uns sicher dann mal in live wieder. Das war's.